I wanna be the guy. So, das ist die schwerste Warp-Zone von allen. So, und ich habe nur einen Double-Jump, oder? Sprich, er steuert sich wie Ogmo. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Unterschied festgestellt. So, das war der einfache Part. Das ist der schwere Part. Ich weiß nicht wieso. Das ist halt genau die Stelle da jetzt. Mit dem Hochfahren habe ich kein Problem, aber irgendwie mit dem Runterfahren. Aber dafür wird das nächste Level dann wieder einfacher. Also von dieser Warp-Zone. Diesmal scheine ich beim Hochfahren Probleme zu haben. Aber wundert mich, dass ich das gerade beim ersten Mal geschafft habe. Das Problem dabei ist halt, man muss es in einem Zug durchschaffen. Also, ich kann hier nirgendwo mal kurz sagen: Ja, komm, jetzt wiederhole ich meine Aktion so lange, bis ich dann mal eine gute Chance sehe. Ach, nee, nee, die Plattform, die fährt einfach durch. Ich bin so schnell. Ja, da war ich jetzt wieder zu langsam.
Okay. Geschafft. Ja, fast. Ja, Taste funktioniert. Oder ich bin zu früh gesprungen. Kann auch sein. Schwester überhaupt so hinter mir. Jetzt wird das Spiel ja nur noch einfacher. Fast. Mann, jetzt schaffe ich den Jump nicht. So, beim ersten Schlüssel, den kann ich zwar fallen lassen, weil da unten ist ja Boden, aber den zweiten, den muss ich fangen. Reicht das noch für A+? Ja. Die letzte Säge, die mich aufhalten könnte, hält mich auf. So, jetzt kommen wieder neue Gegner. Aber die sind nicht ganz so schlimm. Zumindest wenn man ein bisschen Platz hat. Aber hier gab es auch noch überhaupt so. Ich habe schon verpasst. Oder ein Bandage. Oder warum sind hier? Ja. Die Säge sind jetzt nicht zur Deko da oben. Das Level ist ein bisschen problematischer. Weil hier muss ich auf den Schlüssel warten. Hui. So. So, hier gab es auch eine Warp Zone. Oder der Dark World. Ne, der Dark World. Ja. Ich muss da hoch. Also, erst den Knopf drücken und dann da hoch. War ja klar. Oder war das das Level? Oder auch nur in der Dark World? Ach, ich weiß es nicht.
So, ich schätze mal, das wird kein A plus mehr. Aber die Stage angucken kann man ja machen. Da wollte ich abkürzen. Hab mir dann oft gemerkt, das wird nichts. Und dann aufgegeben. Ja, so wie jetzt. Also die Musik von der vom Dings hier, ach, wie heißt das? Von der Hölle hat mir besser gefallen. War mehr Rock. Ja. Whee. Whee. Eben zu weit, jetzt zu kurz. Das heißt, jetzt lande ich genau in der Mitte. Warte mal. Den Schlüssel brauche ich doch gar nicht. Denn... ich kann einfach das Spiel umgehen, oder die Stage. So. Oh oh. Ah, hier gibt es auch manchmal einen Bug, zumindest wo ich bei Steam gespielt habe, dass die Larven einfach mal nicht an der Decke waren, sondern auf dem Boden. Quasi wie die Gegner vorhin. Das ist auch ganz schwer. Boah, schweres Level. Okay, dafür ist das da hier umso schwerer. Es passiert noch nicht genug auf dem Bildschirm. So, diesmal müssen die Raketen uns hier die Tür freischießen. Wow. Was war das? Ach, hier muss ich jonglieren. Wo ist der Schlüssel? Achso, in der Mitte. Ja, noch ist es einfach, zumindest sieht es einfach aus. Problem ist halt, wenn die Schlösser weg sind, dann ist die Maschine oben ein Problem. Ach, Ockmo. Du brauchst längere Arme. Ups.
kann mir hier frei machen. Danke. Tschüss. Ja, natürlich. So, erst unten frei machen, dann hier oben. Ich glaube, das war's jetzt mit meinem A+. Ah, noch, doch nicht. Ja, die sind auch nervige Gegner. Kommt hier rüber. Kommt hier rüber. Und tschüss. Easy. So, ich habe aber nur 8 von 20. Und es fehlt eine Warp Zone. Schauen wir mal. Nix. Meat Boy. Hier könnte ich eventuell übersehen haben. Tschüss. Oops.